Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde FeeCBeast Infinity Evolved. Mit dabei der Papa Digger. Ja, einen wunderschönen guten Hallo. Und mich schubst gerade so der Villager an. Ich glaube, dir ist schon aufgefallen. Ich werde dich in nächsten Aufnahmen nur noch Papa Digger nennen. Ja, das ist okay. Habe ich dir schon erzählt, ich kriege eine Tochter? Ja, das hast du schon erzählt. Echt? Ja, das hast du in die Gruppe geschrieben. Okay, stimmt. Ich kriege eine Tochter! Darf er ganz stolz drauf sein. Ja, bin ich auch. Ich habe schon, auf der Arbeit ist schon die erste Arbeitskollegin gekommen. Büchsenmacher. Ja, super. Ich muss jetzt hier erst noch meine, mein Basic Capacitor wieder aufladen. Die bin's aus. Okay. Vibrant Capacitor. Ja, bei mir ist immer noch Dosch am Rande des Wahnsinns. Also ja. Nichts so Besonderes, sonst alles wie immer. Ja, wir haben gerade eben drüber philosophiert, ne? Er macht ja hier das Dark Solarium Jetplate. Also hier Conductive Iron, dann Electrical Steel, dann Energetic, dann Vibrant und dann das letzte Tier Dark Solarium. Und ich gehe ja hier über diese Schiene. Leadstone, dann Hardened, das haben wir ja jetzt mittlerweile. Reinforced kommt dann Resonant und dann Flux Infused. Jo. Auch, ja, genau. Ja, aber das ist ganz schön viel. Also musst du mir nicht sagen, ich bin jetzt in der 6. Folge dran. Ja. So, ich warte immer noch, bis meine Basic Capacitor Bank voll ist. Und wie weit bist du? Ich hatte gerade wieder fast einen Fehler gemacht mit den Enderperlen, aber ich bin jetzt beim Dark Solarium Jetplate bald fertig mit dem Capacitor Pack. Alter. Dann nur noch die beiden Thruster und ich habe es. Dann mache ich 3 dicke Kreuze und gehe erstmal in der Ecke weinen. Ja, genau. Oh, Flight Control Unit. Mhm. Soul Vial. Was ist das, wovon ich eben erzählt habe? Alter. Ja. Gott. Right click on a mob to capture its soul. Ah, bad. Mhm. Ja. Mhm. Ey, da bin ich ganz froh, dass ich auf den Weg gegangen bin. Fuchs infused. Glowstone. Was ist das denn? Glowstone Elevation Unit. Lumium? Siehste, da fängt's an. Lumium? Was ist ein Lumium? Lumium ist ein neuer Backen bei Firmel. Glowstone, Alter. Oh. Bin ich froh, dass ich den Weg gegangen bin. Ja, bin ich eigentlich auch. Bis ich das gesehen habe. Wird noch ein weiter Weg hin. Aber bevor ich mit den Maschinen anfangen kann, bräuchte ich erstmal ein bisschen Energie. Und meine 2 Wassermühlen, Wasserräder, die, was werfen die ab? Ich glaube. Aber was zeigst denn du an? Du zeigst nur der F an, okay? Warum? Achso, du gibst ja maximal 200 weiter, genau. Die letzten Flux-Ducts. Die habe ich übrigens hier unterirdisch verlegt, weil das mit den Kabeln finde ich hier ein bisschen fehl am Platz. Von, sag's mir. Immersive, danke. Bitte. Mhm, danke. Hauptsache, ich hatte mir jetzt mal offscreen mal im Singleplayer den Atomreaktor von Draconic Evolution angeschaut. Wird bestimmt richtig. Das habe ich mir auch gedacht. Dann zack, weg. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, braucht man mindestens erst diesen Energiekern, also diese ganze Kugel. Dann musst du den Drachen nochmal besiegt haben, also diesen Chaos-Drachen. Ach, verdammt, du Schande. Und als ich den gesehen habe, der in der alten Version war ja schon heftig, aber jetzt, alter Finne. Okay. Der hat mich selbst im Creative gemacht. Was? Ja, das kann der. Der macht Creative Schaden? Der kann im Creative Schaden machen. Okay. Oh, Nitre? Ja, das haben sie umgeändert. Ich glaube, das ist auch einfach nur dumm. Ja, wo packe ich denn das Nitre hin? Ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen, so Firmezeugs. Ja, ich habe noch nicht so wirklich kategorisch da. Wo ich. Da unten rein. Erstmal. Was wollte ich? Das. Ja, erstmal da rein. So, fertig. Gut. Hier könnt ihr vielleicht schon sehen, ich habe da ein bisschen was angefangen. Graphit Bars, Dilorium Ingots, Uranium Ingots. Ja, das heißt Big Reactor. Juhu, Atomreaktor. Ja. Totale Verseuchung. Genau. Okay. Würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen an. Wo ist Big? Hier. Ja.
Kick-Reaktors. So, danke. Gut, was brauchen wir denn für den ganzen Käse? Reaktor-Casing, ja, brauchen wir ein bisschen was. Dann brauchen wir Reaktor-Controller. Brauchen wir auch ein bisschen was. Reaktor-Control-Rod. Power-Tab brauchen wir auf jeden Fall. Access-Port. Coolant-Port brauchen wir nicht. RedNet-Port vielleicht. Computer-Port eventuell. Und Reaktor-Glas. Ja gut, das ist ja ganz easy. Redstone-Port. Ich bin noch nicht Cyanid-Reprozessor. Ja gut, das ist, kommt später. Achso, ja genau, hier, die Yellorium-Fuel-Rods brauchen wir auch noch. Naja, ich würde sagen, fangen wir erstmal an. Nehmen wir mal da ein bisschen was und da ein bisschen das. Und Eisen habe ich hier. Ja. Warte. Gut. Dann machen wir da mal. So. Er hat sich jetzt das ganze Zeug aus meinem Inventar geklaut und hat es dann hier reingepackt. Und da bin ich ja das letzte Mal gar nicht richtig drauf eingegangen, ne? Auf die Steve's Workbench Workshop. Auf die Unnamed Blog Report to Mod Autor 2516. Okay. Ja. Ja, das ist einfach nur hier eine vierfache Crafting Bench mit Upgrades. Muss man unbedingt reinpacken. Crafting Table und dann so eine Extra Storage. Rezept. Eine Chest und ein Blank Upgrade. Und das Blank Upgrade, ganz einfach, hier zwei Steine, zwei Holz. Und das da ist wirklich auch sehr einfach, ne? Drei Holz. Gott! Ja? Rat mal, wer Enderpearl das hat. Du? Ja, schon wieder. Brauchst du den nicht? Nee, ich hab zu viel langsam. Weil ich auch jedes Mal wieder aufs neue Enderperlen da so reinschmeiße, dass sie schön zu Enderpearl das werden. Eieieiei. Naja, okay. Hier werden so die Unnamed Block Report to Mod Auto hergestellt. So. Und dann haben wir eben so vier Dinger. Global Upgrades. Weiß ich noch nicht genau, habe ich mich noch nicht genau beschäftigt. Aber hier im Main hat man so vier, ja, Crafting Grids. Na, dann hier noch ein bisschen Inventarplatz. Und Transfer kann man dann natürlich auch machen. Wenn man hier noch ein paar Upgrades reinpackt. Ach komm, schauen wir es uns einfach mal an. Steve's Workshop, genau. Da kann man noch reinpacken. Autocrafter. Extra Storage kennt ihr schon. Charger. Production Speed. Input Kö. Jetzt ein Input Kö, keine Ahnung. Fuel Efficiency. Lava Generator. Allows Lava to be used as fuel. Solar Generator. Auch nicht schlecht. Dann Autotransfer, Filter und Transfer Capacity. Increase the Automatic Transfer Capacity. Ja, da können wir uns vielleicht mal später irgendwann mal da so ein bisschen beschäftigen. So, ich mache jetzt hier erstmal einen Stack von diesen Reaktor Casings. Da bist du. So, Reaktor Controller brauchen wir. Da brauchen wir nochmal einen Diamanten. Was ist denn los? Also das Capacitor Pack ist jetzt fertig, ich bin jetzt bei den Thrustern und ich möchte schon wieder weinen. Warum denn? Ich brauche wieder Vibrant Alloy, die dicken Ender-Kabel. Okay. So, haben wir ich die eigentlich noch haben müsste. Alter. Access-Port, ja, ein Access-Port brauchen wir. Ah, siehst du, brauchen wir Chest und Pisten. Pisten hatte ich irgendwo noch. Das weiß ich. Nee, da nicht. Da, guck mal hier. Da. So. Ist nur ein Chest. Oh, Chest. Ja, Chest hatte ich glaube ich auch noch irgendwo, ne? Ja, genau. Also ich glaube, ich nehme mich gerade mal was weit aus dem Fenster raus, aber ich behaupte mal, dass ich gerade bei dem teuersten Bestie am ganzen Projekt bin. Ja, bisher. Wir sprechen mal weiter, wenn ich später mal bei dem Reaktor bin, ne? Ja, genau. Wenn ich das überhaupt schaffe. Bisher habe ich da noch so ein paar Zweifel. Aber wir haben doch Zeit. So, zwei Reactor Access Ports haben wir. Dann Power Tab, genau. Brauchen wir nochmal vier Redstone. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Gut, hätten wir das schon mal. Dann noch? Hast du eine Flasche aufgemacht? Nee, das war ich. Also. Ja. Ja, genau. wie viel Reactor Control Rods machen wir? Ich würde sagen, erstmal. 12. 12, ja, genau. nee, 3. Würde ich jetzt erstmal sagen. Ah, ist nah dran an 12. Hm? Ist doch nah dran an 12. Ja, komm, 3.
Und, schon wieder vergessen, genau. 2 von denen und dann nochmal 1, 2, 3, Redstone. So. Wie hoch machen wir das Ding? Weil da müssen wir Yilorium Kühlrotz nehmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt hast du aber eine Flasche aufgemacht. Nein, das war schon wieder mein Mund. So viele Flaschen habe ich hier gar nicht. Naja, eine sitzt auf jeden Fall vor dem Berechner. Ja, danke. Danke, danke, danke. Halt. Komm, komm, komm her, danke. Wir bräuchten noch ein bisschen. Wir bräuchten noch ein bisschen Kühlmittel. Scheiße. Nimm Diablöcke. Ja, genau. Ich habe ja so wenig. Ja, siehst du? Aha. Wie viele hast du? Gar keinen. Was? Du hast keine Dias? Ich habe keinen Diablock. Achso. Was? Du hast keine Diablöcke? Nein. So, den Reaktor würde ich gerne hier irgendwo hinbauen. Mal hier. Weil das ist hier. Oder da drüben. Ich würde sagen eher da drüben. Ja, hier drüben ist gut. Ja, genau, da habe ich doch schon markiert, Mensch. Habe ich ja schon markiert. So. Muss ich jetzt hier bloß noch ein bisschen Zeugs wegmachen. So. Klaus? Ja, hier, bei der Arbeit. Könnte ich mir im Notfall bei dir vielleicht nochmal was Glowstone leihen? Ja, ja, klar. Gut. Ich glaube, meins geht bald aus. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, wo ist deine Ender-Chest? Aber haben wir ja noch nicht gemacht, ne? Du hast auch eine gemacht, rot, rot. Also, so meinst du. Ja, ja, genau, dass ich das einfach rüberschicken könnt. Nee, das haben wir noch nicht. Okay. Ach, da. So, jetzt die Cates, genau. Gut, der wird 5x5 auf jeden Fall. Na komm. Ich muss das Zeug hier noch wohl hier rausbauen lassen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir ja auch überlegt gehabt, ich habe jetzt so viel vorgebaut, dass das, was ich jetzt hier noch weiter aufbauen möchte, werde ich dann mit euch machen. Oh, der war zu viel. Der Dirtblock. Zack, zack, zack. Zack. Ja komm, den bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Das werden wahrscheinlich zu wenig Reaktorkästen sein. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Genau. Was denn? Dieser Moment, wenn ich mich immer wieder verrechne und dann denke, scheiße, du brauchst noch mehr. Ja. Was haben wir hier? Den Report. Der kommt dahin. Zwei Ports kommen dahin und du kommst dahin, genau. Oh, komm, ich mach jetzt einfach mal ein paar auf Vorrat. So, du. Ja, komm, du kommst jetzt auch noch weg. Ist noch irgendwo ein Block? Ein Dia-Block? Nee, Holzblock. Ah, nah dran. Ja. Ganz nah. Alter. Okay, gut. Komm, machen wir die zwei auch noch weg. Oder den einen. Der reicht jetzt erstmal. So, ich möchte eben so wenig wie möglich von der Natur wegnehmen. Wie mache ich das jetzt hier am geschicktesten? Mit Mathe. Glaube ich nicht. Aber Mathe ist ein Freund. Nee. Ja, das sehe ich auch so. Also wenn ich eins während des Abiturs gelernt habe, Mathe ist nicht ein Freund. Mathe hasst dich wie die Pest und will dir nur an die Noten. Genau. Mhm. Da ist er doch. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, unser Mathelehrer hat uns immer super motiviert. Wirklich jedes Mal während der Mathe-Klausur. So, ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Ich gehe schon mal Formular 0 zur Abmeldung holen. Jedes Mal. Kohle. Muss ich schmelzen, ne? Ja. Wir da hinten bei den Elfen eigentlich recht fix. Oh, guck mal hier, Eier. Oh, guck mal hier, ich habe noch mehr Eier. Ich weiß nicht, wie lange dieses Huhn hier schon steht. Ich habe einen Huhn bei mir auf dem External Heater, ja? Das
bewegt sich kein Meter. Und ich habe direkt unten drunter so ein Conveyor-Belt. Ne? Das heißt, jedes... Hallo? Ja, ich habe die Kohle eben falsch in den Furnace reingepackt. Jedes Mal, wenn es ein Ei legt und es dann auf den Conveyor packt, dann geht es in die Iron Chest. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, fast 6 Stacks Eier. Ist der Hammer. Dann hätte ich mir gar keine Eierfarm machen müssen. Oh. Nämlich bald voll hier. Wohl, ja, das dauert noch ein bisschen. Hättest du nicht gesagt, dass die Eier legen, hätte ich jetzt gleich gesagt, ja gut, dass ich da dir dann eine Hühnerpuppe hingesetzt habe. Mhm. Ich meine, die gibt es aber sogar mit DecoCraft. Ne, was? So eine Hühnerpuppe. 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 Eine Hühnerpuppe. Puppe. Ja, Puppe, habe ich schon verstanden. So eine Plüschpuppe. So eine Plüsch. Das muss ich jetzt erstmal gucken. Was? Chicken. Chicken. Nee. Echt nicht? DecoCraft? Sagst du, gell? Ja. DecoCraft. Es gibt so ein Stuffed Creeper. Okay. Steckt in eine Box? Nee, brauche ich nicht. Okay, gibt's echt nicht. Die Dinger sind so klein. Ah, Toilet Paper, wie geil. Bronze Odem, Silver Odem, Gold Odem, Training Dummy, Stuffed Bunny, Stained Glass Cyan, Toy Soldier. Oh, ein R2D2. Cool. Rubik's Cube. Ein Rubik-Würfel. Ja, geil. Ist da... Okay. Ne, Kuhplüsch... Doch! Ne, Sheep gibt's. Ritz, Chicken... Ne, Chick. Das ist bloß so ein gelbes Hühnchen. Tiger, Squirrel Plüschi. Baby Bottle. Ja, geil. Baby Bottle, die kann ich mir irgendwo hinstellen. Dolly Jill, Dolly. Ach, so eine Baby Bottle. Ja, ja. So eine Babyflasche eben. Oh, Dart. Cool. Ich mag Dart. Ist sich. Also, liebe Zuschauer vom lieben Street Digger, ihr seht schon, dass Let's Play wird über 10.000 Folgen gehen. Er hat DecoCraft entdeckt. Aber hallo. Ich krieg bloß kein Rezept angezeigt. Ich muss mich da nochmal einlesen. Ich glaube, das geht bloß über die Webbench, gell? Ja, über die Deco-Bench. Mhm. Und ich hab ein Problem. Was? Ich hab grad ein Problem entdeckt. Was denn? Ich brauch... Genau... Ja, ich hab zu wenig Floorstone. Kann ich vorbeikommen? Ja, ja, klar, kannst du. Kein Problem. Oder warte mal, hab ich hier noch was? Ne, ich hab nichts mehr. Ich bin komplett out of Klostein. Out of Klostein? Ja, out of Klosteine auch. Hm. Ich mag nicht mehr. Jo, komm. Wieso? Das ist die 6. oder die 7. Folge, wo ich dran setze. Ich hab halt keinen Bock mehr. Ja. Achso, warte mal, ich muss wieder auf Big Reactor. Big Reactor. Was ist da? Danke. Scheiße, Eisen vergessen. So, so. Ja, genau. So, mach ich jetzt erstmal noch 16 Stück. Muss ich nochmal eine Oh, warte mal. Eisenchest? Ja. Ich habe gerade verstanden, eine Eierchest. Nee, eine Eisen. Verdammt. Wo habe ich denn die jetzt wieder hin? Kann auch sein, dass sie im Haus sind. Ich gehe mal eher davon aus, dass sie im Haus sind. Ja, sieht so aus. Egal. Brauche ich jetzt nicht. Brauche jetzt erstmal hier. Air Force One is on the way. Ja, mach ruhig. Ich flieg gerade weg. So. Ah, toll. Hi. Hi. Ich schätze mal, das bei dir im Lager? Ja. Das ist zwar ein bisschen komisch, das Design, aber ja, gut. Muss jetzt erstmal halten. Wie viele Gläser brauche ich denn? 1, 2, 5. 1, 2, 5. 8. 8 Gläser brauche ich. Das heißt, ich brauche noch 7 Blöcke. Genau. Was? Erste Mal. Hast du nur die Blöcke oder auch das? Hier war es die Blöcke, hä? Nur Gloss und Blöcke. Ich glaube, ich habe nur die Blöcke, weil ich baue die immer mit Silkpatch ab. Okay. Dahin. Ich habe mir mal 10 Blöcke rausgenommen. Ja, ja, ist okay. Kein Problem. Ich nehme lieber mal 12 mit, dann bin ich auf Nummer sicher. Ah. Ich habe keinen Bock, nochmal hinzulaufen. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Okay, dann nehme ich gleich alles mit. Wie wird das reichen, mit dem kleinen Finger nimmt die ganze Hand? Ja, ja, so ungefähr.
Ah, warte mal, ich kann direkt mal Yelorio mitnehmen. 1, 2. Nehmen wir mal nur 2. So. Ja, also das von der Entfernung her ist schon ganz gut. Nicht zu weit. Kann man dann noch einen schönen Weg hinbauen. Gut, dann hier noch Glas, hier noch ein Glas. Hier, hier, hier. Und hier, hier, hier. Ja, schön, wir haben einen Reaktor. Geil. Ja, so, jetzt muss ich bloß noch, ach komm. Nee, der ist, oh, halt. Er ist jetzt voll. Nee, der ist noch nicht voll. Naja, aber ich mache ihn jetzt machen trotzdem mal an. Wow. 0,223 Mini-Bucket Verbrauch und 270 RF pro Tick macht er. Das ist mal eine Leistung, ne? Ja. 100% Reaktion. Ja, okay. Da werde ich mir auf jeden Fall noch hier so Reactor Controls machen. Und auf jeden Fall muss der auch gekühlt werden. Aber, ja, warte mal. Wenn das der ist ja jetzt Quatsch. Ist, also jetzt bitte ich mal im Ernst. Hast, ja, du schon mal hast du schon mal einen Atomreaktor mit Kühlung gesehen? Also ich ja wohl noch nicht. Was? Atomreaktor mit Kühlung. nee, noch nicht wirklich. Ich meine, hat dir Fukushima, Hiroshima und sowas nichts beigebracht? Nee, nicht wirklich. Ja, siehst du? So, aber das ist ganz gut. Der macht auch schon Waste. Aber nehmen wir später mal für hier. Turbinen. Die Turbinen. Genau, hier, Cyanid. Ah, ich glaube, die erste Zeit werde ich das einfach nur mal wieder recyceln. Erstmal aus und ich jetzt erstmal schlafen. Und die Folge hat es auch schon hinter sich, ne? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Doch, ist. Willst nicht Tschüss sagen? Also schon, also Tschüss.